Auf jeden Fall freue ich mich über alle, die hier zugeschaltet sind, die unsere Diskussion verfolgen wollen. Wir haben ja im Moment den Lima-Kongress. Der läuft mit über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was uns natürlich sehr freut, und 40 Veranstaltungen, Workshops. Und jetzt haben wir diesen Abend zum Thema Corona-Krise gleich Journalismus-Krise. Das ist natürlich ein bisschen eine provokante Fragestellung. Wir werden darüber diskutieren. Ich freue mich besonders und möchte ganz besonders begrüßen die vier Journalistinnen, die heute Abend mit uns diskutieren. Das sind Sophia Boddenberg aus Chile, Andrea Dipp aus Brasilien, Sarah Ulrich aus Leipzig und Ines Wahlroth aus Berlin. Ich werde sie gleich noch näher vorstellen. Ebenfalls dabei als Übersetzer und Übersetzerin vom Portugiesischen und ins Portugiesische sind Thilo Papaschek und Christina Hinz. Kurz zu mir als Moderatorin. Ich heiße Renate Angstmann-Koch und bin Lokalredakteurin bei der Lokalzeitung in Tübingen. Ich bin Mitglied des Lima-Vorstands und auch im Vorstand im Bundesvorstand der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion in Verdi schon ziemlich lange. Wir werden jetzt es so machen: Zuerst diskutieren wir auf dem virtuellen Podium hier untereinander. Und dann im zweiten Teil des Abends auch werden wir Fragen aus dem Publikum einbeziehen. Sie können auf zwei Wegen Fragen stellen, entweder über den Twitter-Hashtag Lima21 oder über den Chat hier auf YouTube. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung, das ist wegen der Übersetzung, man sieht manchmal Christina Hinz sprechen, ohne dass man sie reden hört, das liegt jetzt daran. Nach dieser Vorrede jetzt zu unseren Gästen. Sophia Boddenberg lebt seit einem Auslandssemester ihres Journalistikstudiums im Jahr 2014 in Chile. Sie arbeitet hauptsächlich für Medien wie den Deutschlandfunk, die Deutsche Welle, Spiegel Online, die Taz oder das ND. Und im Moment findet sie besonders spannend, den verfassungsgebenden Prozess in Chile zu verfolgen und über ihn zu berichten. Andrea Dipp arbeitet in Brasilien bei einer Agentur, die 2011 von Journalistinnen gegründet wurde und sich auf investigativen Journalismus spezialisiert hat. Sie beschäftigt sich schon sehr lange als Journalistin mit Menschenrechtsthemen und hat in diesem Bereich auch mehrere Preise bekommen. Interessiert sich aber natürlich auch für viele weitere Fragen, unter anderem die das Bolsonaro-Regime betreffen. Und sie hat auch schon Texte für das Neue Deutschland und für die Rosa-Luxemburg-Stiftung verfasst. Sarah Ulrich wohnt in Leipzig. Sie ist freie Journalistin und ist Landeskorrespondentin der Taz, für die sie auch den feministischen Podcast We Care macht. Sie verfasst oft Reportagen und arbeitet auch investigativ, außerdem moderiert und kuratiert sie. Ines Wahlroth aus Berlin ist seit Juli 2020 Mitglied der Chefredaktion des Neuen Deutschlands, und zwar in Teilzeit mit einer 30-Stunden-Woche. Das finde ich bemerkenswert, deshalb sage ich das hier, obwohl es viel anderes über sie auch zu sagen gäbe. Sie ist ein Eigengewächs des Neuen Deutschlands, hat nach dem Studium dort volontiert und seit 2008 auch als Redakteurin gearbeitet mit den Themen Gewerkschaft und Arbeitsmarktpolitik hauptsächlich. Zuvor hatte sie über außerparlamentarische Bewegungen berichtet, wo sie auch selbst aktiv war. Und sie hat, was ich sehr schön finde, ein Buch mit dem Titel herausgegeben oder mitgeschrieben, Murmeln, Mumbeln, Flüstertüte. Das ist ein Lexikon der Bewegungssprache mit 150 Begriffen der außerparlamentarischen Linken. Und nun zu unserem Thema. Die Pandemie hat den Journalismus in eine Krise gestürzt, sagen zumindest einige. Ob das stimmt, werden wir diskutieren. Sicher ist, dass Corona die Bedingungen verändert hat, unter denen Journalistinnen und Journalisten arbeiten, und auch einen Teil unserer Aufgaben verändert hat. Sicher ist auch,
dass die Pandemie den wirtschaftlichen Druck verstärkt hat, unter dem gerade zum Beispiel die Printmedien stehen, seit vielen Jahren stehen. In Deutschland gibt es Vorwürfe, die Medien seien in der Pandemie zum Regierungssprachrohr geworden. Ihnen wird regelrechte Kumpanei vorgeworfen. Corona-Leugner sehen sogar in der Presse in Medienleuten ein richtiges Feindbild. Sie sprechen wie zuvor schon Pegida von Lügenpresse. Noch nie gab es bei Demonstrationen so viele Angriffe auf Journalisten und Kamerateams. Auch das wird Thema sein. Wir wissen, es gibt echte Parallelwelten im Moment in den sogenannten sozialen Medien. Gleichzeitig halten eigentlich Journalisten selbst und auch ein Großteil der Mediennutzer gerade jetzt eine seriöse und auf vertrauenswürdigen Quellen gestützte Berichterstattung für wichtiger denn je. Ich möchte jetzt in deiner ersten Runde fragen nach den veränderten Arbeitsbedingungen. Dabei meine ich natürlich nicht, dass wir alle im Homeoffice sind oder dass wir viel mit Video arbeiten, dass mit Videokonferenzen arbeiten. Ich glaube, das ist inzwischen in allen Berufen fast so, sondern wie sich die journalistischen Arbeitsbedingungen verändert haben. Ja, Sophia Boddenberg, wie ist die Situation in Chile? Einerseits gilt ja das Land so als Vorzeigeland, was die Impfgeschwindigkeit angeht. Andererseits gibt es steigende Infektionszahlen. Wie hat sich die Arbeit für Sie als Journalistin verändert? Hallo, ja genau. Die Situation in Chile sieht häufig etwas anders aus, als wie sie in vielen Medien dargestellt wird. Die Regierung hat sich eigentlich sehr geschmückt jetzt mit dieser erfolgreichen Impfkampagne, aber gleichzeitig sind die Lebensbedingungen für viele Menschen sehr, sehr prekär. Es gibt auch weiterhin sehr hohe Zahlen, weil eben noch nicht alle mit der zweiten Dosis geimpft wurden. Und es gibt auch sonst kaum Schutzmaßnahmen generell für die arbeitende Bevölkerung. Und ein großer Teil arbeitet im informellen Sektor und hat deswegen keinen Arbeitsschutz und keine Arbeitsverträge. Und so sieht es auch für viele chilenische Journalisten und Journalistinnen aus. Diejenigen, die nicht in den großen Medienhäusern arbeiten, in den großen Fernsehkanälen und Zeitungen, haben jetzt gar keine Arbeitsschutzmaßnahmen, weil viele auch keinen Arbeitsvertrag haben und eben als freie Journalisten und Journalistinnen arbeiten. Und während der Pandemie und den Ausgangssperren eben auch nicht vor die Tür gehen konnten und nicht als Reporter arbeiten konnten. In meinem Fall sieht es ein bisschen anders aus, weil ich größtenteils für Medien arbeite, trotzdem noch weiterhin Aufträge hat, aber natürlich sehe ich mich dann selbstständig einem Risiko aussetzen, indem ich das verlassen habe. Also ich habe zwar am Anfang auch sehr viel Quarantäne gemacht, aber ich habe dann irgendwann die Entscheidung, dass der Journalist auch eine sehr systemrelevante Tätigkeit ist. Und wenn wir Journalisten während der Pandemie, also die unabhängigen und freien Journalisten, dann haben wir die ganze Berichterstattung den großen Medien, die häufig, also in Chile, in Deutschland, können wir darüber sprechen. Wir kommen ja nachher nochmal. Ja, wir kommen ja nachher dann noch genauer auf diese Frage auch nach der Rolle der Journalisten. Vielleicht lassen wir es mal im Moment so bestehen. Meine nächste Frage geht an Andrea Dipp. Als wir in unserem Vorgespräch hatte ich gefragt, ob Journalisten in Brasilien jetzt in Pandemiezeiten ähnliche Probleme haben wie in Deutschland und da haben sie gesagt, ähnlicher, aber noch viel, aber alle genau die gleichen eigentlich, aber alle viel stärker und viel größer. Was ist damit gemeint? Wie sieht da die Lage im Moment aus? Olá a todas e todos. Hallo. Tentar resumir um pouco. Werde versuchen, das zusammenzufassen. Porque, enfim, são muitos fatores que se acumulam. Es sind sehr Faktoren, die da reinspielen.
Depois nós podemos aprofundar o que vocês acharem mais importante. Mesmo antes da pandemia de... Es war nicht einfach, als die Pandemie anfing. Es war nicht einfach, als Journalist zu sein mit Bolsonaro als Präsidenten. Er hat von Anfang an einen Krieg gegen die Medien geführt und er hat die Medien als Hauptfeind identifiziert. Und er hat sogar schon physisch Journalisten angegriffen. Und auch Frauen. Also als Frau ist es noch schwieriger, denn die Angriffe von ihm sind noch heftiger, wenn es sich um Frauen handelt. Also er und seine Söhne haben schon in den sozialen Medien Fotos von frei weiblichen Journalisten publiziert, die waren halb nackt dargestellt. Um sie halt zur Diskreditierung und jedes Mal nach einem solchen Angriff, jedes Mal, wenn Bolsonaro uns angreift, greifen uns die Anhänger von ihm noch mehr und die Anhänger von Bolsonaro noch mehr. Und das sieht dann so aus, dass wir Morddrohungen bekommen, unsere persönlichen Daten werden in sozialen Medien verbreitet. Und das hat sich akzentuiert mit der Pandemie. Denn hier ist die Situation mit der Pandemie sehr schwierig. Wir haben jetzt ungefähr mehr als 3000 Tote pro Tag wegen Covid. Und Bolsonaro hat sehr viele Entscheidungen getroffen, die diese Pandemie noch verstärkt haben. Deswegen gab wir arbeiten auch oft mit Leuten, die in Risikosituationen sich befinden, zum Beispiel mit Indigenen in Amazonien. Und wir haben uns aber diese Arbeit haben wir jetzt eingeschränkt, um unsere Reporter zu schützen, aber auch die Indigenen zu schützen vor der Infektion mit dem Virus. Aber es gibt viele Kollegen, die sich angesteckt haben, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, und die bei der Arbeit angesteckt haben. Und für eine Frau ist es noch viel schwieriger, Journalistin zu sein. Auch im Homeoffice, denn viele Frauen müssen halt eben doppelte Arbeit leisten, auch Care-Arbeit leisten. Denn wir haben hier die Verantwortung für das Haus, für die Kinder, auch für die Kranken, die wir pflegen müssen. Und ich zitiere die Philosophin Federici: Die Frauen werden verrückt. Wir sagen das, dass wir. Wir werden verrückt, weil wir hier wirklich an der Front arbeiten, an der ersten Linie. Und wir sehen dabei wie der Präsident durch seine schlechte Politik 3000 Menschen pro Tag ermordet, weil die Hospitäler überfüllt sind und er nicht die entsprechenden angemessenen Maßnahmen ergreift. Wir können diese Themen auch gerne vertiefen in den nächsten Fragen. Ja, vielen Dank. Dann machen wir jetzt mal einen ganz riesengroßen Sprung nach Deutschland zu Sarah Ulrich. Wie wirkt sich denn die Pandemie auf Ihre Arbeit aus, gerade als Reporterin und als freie Journalistin? Ja, also angefangen, erstmal danke auch und schön, dass wir alle zusammen hier sind. Genau, angefangen hat das Ganze letztes Jahr vor allem erstmal mit Auftragseinbrüchen, also gerade als Selbstständige, weil einfach sehr viel unsicher war. Und da ich ja auch moderiere etc., gab es da erstmal eine sehr unstete Lage.
Und das hat sich aber langsam auch wieder ein bisschen stabilisiert, bei mir zumindest. Also es gibt natürlich auch KollegInnen, bei denen das anders ist, aber bei mir hat sich das wieder stabilisiert. Und eigentlich eher die Notwendigkeit nach Reportagen zeigt sich gerade noch mal mehr, weil es fehlt halt total der menschliche Kontakt, der fehlt im Alltag einfach sehr. Und Reportagen haben eben die Möglichkeit, auch mal nah ranzugehen, an die Menschen nah ranzugehen, in den Austausch miteinander zu treten, in Kontakt zu treten. Und deswegen würde ich sagen, dass da der Bedarf schon durchaus da ist, aber natürlich ist es auch viel schwieriger, weil man kommt mit den Leuten schwerer in Kontakt. Es ist gefährlicher, mit Menschen in Kontakt zu treten, gesundheitsmäßig gefährlicher, aber auch so viel unterwegs zu sein, ist einfach nicht mehr das Übliche. Und dann gibt es natürlich auch die Gewalt und der Hass gegen JournalistInnen. Und das ist gerade hier in Sachsen, also ich wohne ja in Leipzig und gerade hier in Sachsen ist das sehr groß. Ich gehe davon aus, dass wir darauf auch nochmal zurückkommen. Genau, okay, du nickst. Genau, aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Also Journalismus wird angegriffen, stärker als zuvor, und dadurch verändern sich auch hier die Arbeitsbedingungen als Reporterin. Und es ist risikobehafteter. Also nicht nur, ist klar, es ist ein finanzielles Risiko, sowieso selbstständig zu sein, aber auch ins Außen zu gehen und von zum Beispiel Demonstrationen zu berichten, ist mit einem steigenden Risiko verbunden. Und da merke ich schon, dass sich durch die Corona-Krise nochmal eine ganz starke Polarisierung auch entwickelt hat, die den Job, wenn man jetzt nicht gerade in einer Großstadt in einer Redaktion sitzt, auf jeden Fall auch nochmal schwieriger und auch unsicherer gestaltet. Ja, vielen Dank. Ines Wallroth, entspricht das auch den Erfahrungen, also dass der Journalismus nochmal schwieriger geworden ist, entspricht das auch den Erfahrungen von Ihnen? Und wie hat sich denn die Arbeit beim neuen des neuen Deutschland verändert? Ja, ich kann natürlich erstmal nur unterstreichen, was Sarah Ulrich gerade erzählt hat. Für Leute, die unterwegs sind, die versuchen, von den Demonstrationen zu berichten, die berichten natürlich genau dieselben Sachen, die Sarah gerade auch erklärt hat. Wenn man in der Redaktion ist, ist es trotzdem noch ein bisschen anders, weil natürlich macht man viel über Telefon und kann das auch jetzt noch machen. Also es ist nicht so, dass jetzt gar keine Recherche mehr möglich ist, und es gibt ja auch keine Ausgangssperren, sodass man zumindest formal erstmal rausgehen kann. Aber ich kann trotz allem genau das Gleiche auch bestätigen. Wir versuchten, zu Bewohnern von Altenheimen Kontakt aufzunehmen. Das war super schwierig, und wir sind da vielfach tatsächlich auch abgewiesen worden. Oder dann wäre das Telefon möglich gewesen. Aber das war dann auch für die Frage, wenn man jemanden porträtieren will und persönliche Gespräche führen will, einfach schwierig. Und in Altenheimen ist es ja dann nicht so, dass man sagt, dann sieht man sich halt über Videotelefonie oder sowas. Und da haben wir dann solche Sachen gemacht, wie das gesagt wurde, kommen Sie zum Zaun. Dann kann man irgendwie auf die Entfernung miteinander reden. Da gab es dann Lösungen, aber das ist sehr, sehr viel schwieriger geworden. Ansonsten würde ich schon sagen, es gibt aber auch Probleme, Einschränkungen, die wir jetzt nicht haben. Also ich habe zum Beispiel von einem Kollegen von der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass der sagt, es ist jetzt sau doof, ich kann jetzt Angela Merkel nicht mehr in der Cafeteria anquatschen. Oder die Auslandsreisen von Ministern finden nicht mehr statt. Ich kann nicht mehr so leicht an informelle Informationen kommen. Das sind jetzt Probleme, die haben jetzt linke Zeitungen wie das ND natürlich jetzt nicht. Ja. So, also insofern würde ich sagen, unser Alltag hatte ich vor allen Dingen, es gibt die Arbeitsbelastung durch Homeoffice. Also erstens durch die Arbeit an sich, aber auch natürlich, weil weniger Kolleginnen und Kollegen überhaupt einsatzbereit sind, ja. Also bei uns ist niemand auf Kurzarbeit gesetzt worden, aber trotzdem gibt es natürlich so einen solidarischen Umgang damit, dass Leute ihre Kinder zu Hause haben oder Angehörige betreuen und dadurch ausfallen. Das ist einerseits, finde ich, jetzt schon eine Entlastung gegenüber anderen Berichten, die man von anderen Leuten hört, die sagen, ich muss immer alles auf einmal stemmen. Zugleich belastet es natürlich die jetzt gerade nicht zum Beispiel die Kinder betreuen, sind mehr, weil die müssen die Lücken füllen. Also letztlich sind alle in einer besonderen Weise gerade belastet und werden alle froh sein, wenn das vorbei ist. Und zu den Anfeindungen werden wir nochmal extra kommen. Das können wir ja dann nachher nochmal vertiefen, weil natürlich ist das jetzt auch nochmal eine neue Erfahrung. Wie gehen wir damit um? Mit durchaus auch scharfer Kritik auch von Abonnentinnen des ND, die uns Regierungspropaganda vorwerfen oder so. Ja, da kommen wir aber nochmal drauf, so habe ich es verstanden. Ne?
Ja, also ich wollte das gleich jetzt in der zweiten Runde thematisieren. Es ist ja die Frage, gibt es sowas wie eine Glaubwürdigkeitskrise? Ich glaube, das hat ziemlich viele Facetten. Wie ist das, Sarah Ulrich? Können Sie noch mal genauer schildern? Also das eine ist, sind denn die Menschen misstrauischer geworden gegenüber Journalisten? Ja, also definitiv. Ich glaube, Menschen sind sowieso aktuell sehr misstrauisch, gerade was oder was Politik an sich angeht und gerade wenn man dann politischen Journalismus macht und ich mache politischen Journalismus, dann kommt entgegnet einem viel Misstrauen. Also ich habe auch gerade das, was Ines Weyroth schon angedeutet hat gerade, also auch solche Dinge wie E-Mails, die man dann bekommt, wenn man einen Kommentar zum Beispiel schreibt. Ein Kommentar ist ganz klar ein Meinungsstück und man bekommt dann eine E-Mail, dass dieser Bericht ja total verfälscht wäre. Und also es wird gar nicht mehr so richtig differenziert, was ist hier gerade Meinung und was ist hier auch gerade vielleicht berichtend. Und es ist, man ist generell gleich ein Anfeindungsobjekt auch. Und man ist generell, also ich habe, glaube ich, noch nie so oft den Vorwurf bekommen, dass ich oder die Taz auch, also ich kriege ja auch mit, was in der Taz dann so eintrudelt an LeserInnenbriefen, Regierungsorgan wären, dass es alles nur noch gleich wäre wie Bild-Zeitung, Spiegel, Taz, ARD, ZDF, alles gleich, dass es alles gleiche Meinungsmache wäre, Sprachrohre der Regierung und so weiter. Und das ist schon, also es ist schon sehr auffällig, da hat sich schon auf jeden Fall was verändert, dahingehend, als dass man wird gar nicht mehr wahrgenommen in den Nuancen. Und das, also ich meine, die Taz und auch ich, das ist kritischer Journalismus. Also kritischer Journalismus bedeutet ja auch, Machtstrukturen kritisch zu hinterfragen und somit auch Politik kritisch zu hinterfragen. Und ich finde bei Weitem nicht alles gut, was gerade in der Corona-Krise läuft. Und darüber schreibe ich dann eben auch und auch kritisch. Aber dass einem dann trotzdem quasi so eine vorgeworfen wird, man sei ein Regierungsorgan, da würde ich schon sagen, das weist auf eine enorme Krise der Glaubwürdigkeit hin, die sich dann wiederum auch eben, da kommen wir sicherlich noch dazu, in Gewalt auch umschlägt. Also das, Ines Weyroth, haben Sie ja auch gerade gesagt, dass selbst Abonnenten der Zeitung diese Regierungsgläubigkeit vorwerfen. Wie würden Sie denn die Rolle da im Moment definieren? Also einerseits ist klar, dass Journalisten vieles einfach transportieren müssen, was für die Leute handlungsrelevant ist, zum Beispiel, wenn ein Gipfel mal wieder irgendwelche Maßnahmen beschlossen hat, aber auch wie dieses Virus wirkt und warum das gefährlich ist und Ähnliches. Und andererseits ist ja klar, dass sie auch eine gewisse kritische Distanz bewahren müssen. Wie würden Sie da Ihre Rolle sehen? Ja klar, also ich würde sagen, man ist jetzt kein Sprachrohr, nur deshalb, weil man erstmal das mit der Regierung teilt, nämlich dass Corona eine Riesengefahr ist und dass man was unternehmen muss. Und ich würde sagen, bis dahin geht auf jeden Fall der Konsens und danach wird eigentlich alles diskutiert. Also bei uns in der Zeitung, beim ND, aber auch tatsächlich in vielen anderen Medien, von denen behauptet wird, dass sie gleichgeschaltet seien. Also ich würde sagen, so weit geht's. Das ist praktisch die Idee. Aber ansonsten, wir haben jetzt gerade trotzdem sehr stark schon angefangen, vor allen Dingen über die zu reden, die halt tatsächlich sehr viele Anfeindungen losschicken. Ich würde trotzdem noch mal den Punkt machen wollen, es gibt ja aber nicht nur die und es ist trotzdem eine Minderheit. Die ist laut, die ist aggressiv, die ist auch ein Problem und die wächst. Das würde ich gar nicht wegreden und die ist auch nicht erst bei Corona aufgetaucht. Die gab es auch, also die ähnlichen Formulierungen gibt es ja schon bei Pegida. Die Lügenpresse kommt ja schon daher. Ne? Das sind also praktisch auch Spektren, die unter verschiedenen Themen sich wieder neu versammeln. Aber es gibt zugleich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, die durchaus den Journalismus gerade sehr wichtig finden. Und es gibt ein großes Informationsbedürfnis und auch viel Suche von Leuten in Medien. Und da werden auch die etablierten Medien, die linken Medien auch extra gesucht und ich denke auch geschätzt. Also ich sehe das zumindest auch, dass es einen großen Zuwachs an Zugriffen auf digitale Angebote gibt und dass es dass Podcasts super abonniert werden, Newsletter nachgefragt werden. Also ich denke schon, dass es eben auch ganz viele andere Leute gibt, die gerade eher finden,
Medium war, sind nie wichtiger als jetzt gewesen und das auch durchaus transportieren. Die sind halt nicht so laut, ja. Aber beim ND kann ich schon sagen, wir haben Zuwächse bei den bei unserer Website um ein Drittel und 60% mehr Einnahmen für unsere Online-Angebote. Natürlich alles nicht auf einem Riesenniveau, aber wir sehen, dass es einfach Leute gibt, die das auch wertschätzen, was man tut. Das wollte ich zumindest auch noch sagen, bevor wir wahrscheinlich jetzt ja trotzdem noch mal mehr über die ganzen Kritiker reden. Und jetzt noch mal einen letzten Satz zu der Rolle. Ich finde, es gibt natürlich unterbelichtete Themen in der Politik. Also sie reden halt, haben bis heute zu wenig darüber, warum das Arbeitsleben zu wenig da geguckt, was für eine Rolle spielt das für Corona. Das tut die Politik und es wurde auch in vielen anderen Medien relativ spät erst gemacht. Das würde ich schon sagen. Es gibt schon blinde Flecken. Und wenn dann linke Zeitungen, ja, wie ND oder auch die Taz, das schon viel früher gesagt haben, dringt es ja nicht immer automatisch durch. Aber das heißt nicht, dass alles gleichgeschaltet ist und dass alles nur nachplappern, sondern man kann fündig werden mit vielen Einschätzungen, mit vielen Zugängen bei vielen verschiedenen Medien. Insofern habe ich schon das Gefühl, dass es so ein Einmauern auch von Leuten gibt, die diese Kritik an uns herantragen, dass man, wenn man denen dann sagt, aber schau doch mal her, Regierungspropaganda, schau doch mal, wir haben das und das gehabt, das ist doch keine Propaganda, die dann aber eigentlich in der gewissen Weise argumentfrei sagen, ja, aber trotzdem, ich bleib bei meiner Meinung. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schwierig, wie man dann damit umgehen soll. So, also wie man dem beikommt, das ist natürlich schon die Frage. Da hören tatsächlich, findet Verständigung tatsächlich häufig nicht mehr statt, tatsächlich. Ja, ich muss darüber einfach schmunzeln, weil ich als Lokalredakteurin sehr ähnliche Erfahrungen mache, dass genau das auch kenne. Dass es die Kritik manchmal, die Kritik, der man sich natürlich stellen muss, einfach manchmal auch ohne Argument geführt wird und der Kritiker oder die Kritikerin auch nicht durch Argumente zu überzeugen ist. Jetzt ist es so, ich höre, wir sehen im Moment die Sophia Buddenberg nicht. Aber ich höre, dass sie noch da ist. Es gibt also Schwierigkeiten mit der Internetverbindung, aber sie hört uns und ich hoffe, dass sie auch sprechen kann. Und deshalb möchte ich Sophia Buddenberg jetzt fragen, wie sie das denn mit dem Vertrauen der Medien mit dem Vertrauen des Publikums in die Medien in Chile aus? Ja, ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich will das jetzt erstmal kurz ein bisschen einordnen, weil die Medienlandschaft doch sehr anders aussieht als in Deutschland und deswegen auch die Wahrnehmung der Menschen von den Medien ganz anders ist. Also die großen Fernsehsender und Zeitungen sind stark konzentriert. Also es gibt wenige große Medienkonzerne, denen viele Zeitungen und viele Fernsehkanäle gehören und die häufig auch noch mit anderen Unternehmern und ja, wirtschaftlichen Gruppen verstrickt sind. Deswegen zum Beispiel gibt es Tageszeitung Curio, eine recht konservative Zeitung, die auch schon die Allende-Regierung gehetzt hat, um sie zu destabilisieren und während der Militärdiktatur vertuscht hat, dass Menschen gefoltert wurden und so weiter. Und diese Zeitung gibt es bis heute und das finde ich halt auch sehr anschaulich für die Medienlandschaft in Chile. Und die Medien haben eigentlich schon eine Glaubwürdigkeit erlebt durch die Protestbewegung, also diese großen Medienhäuser, weil eben seit der Proteste im Oktober 2019 diese großen Medien eigentlich immer gegen die Protestbewegung berichtet haben, also immer alles so, es gäbe nur Geld und Vandalismus und die Menschen gar nicht als mündige politische Subjekte dargestellt haben. Und diese Glaubwürdigkeitskrise hat sich jetzt durch die Pandemie noch weitergezogen. Aber gleichzeitig werden viel mehr alternative Medien genutzt, digitale Medien, unabhängige Investigativjournalisten und Journalistinnen, zum Beispiel Transdramatos, haben sehr viele korrupte Fälle aufgedeckt, auch während der Pandemie. Zum Beispiel gab es viele Korruptionsfälle bei den Lebensmittelkisten, die hier verteilt wurden. Oder Präsident Piñera war auch jetzt kürzlich in einen Skandal verstrickt mit einem Casino. Und die großen Medienhäuser haben darüber einfach nicht berichtet, also die großen Fernsehsender und die Zeitungen. Deswegen hat der unabhängige Journalismus und der Investigativismus noch stärker an Bedeutung.
schon. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Menschen diesen Journalismus auch sehr stark zu schätzen wissen. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine generelle Glaubwürdigkeitskrise gäbe oder die Leute generell sagen würden, sie vertrauen nicht in die Journalisten oder die Journalisten wenn ein Regierungssprachrohr, sondern es gibt eine berechtigte Kritik gegenüber den machtkonzentrierten Medien und ein stärkeres Vertrauen und das Hinzuwenden zu alternativen, unabhängigem Journalismus. Also das ist ja dann sogar etwas, was Hoffnung macht. Andrea Dipp, wir haben jetzt von Ihnen gehört, dass es in Brasilien nicht nur oft eine Frage der Selbstausbeutung ist, Journalist zu sein, das kennen wir hier durchaus auch, sondern dass es richtig gefährlich ist. Ich glaube, das kennen wir jetzt abgesehen von diesen Situationen, etwa bei Demonstrationen, kennen wir in der Form dann doch noch nicht ganz. Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen, dass Ihr Publikum Ihnen das zumindest dankt? Eu acho que existem algumas coisas. Glaube. No Brasil, a desinformação ela é uma estratégia de governo. Né? O governo Bolsonaro foi. Von der Regierung aus. Und es gibt diese sogenannte Partei der Desinformation. Das ist eine Verbindung. Verbindung von Politikerinnen, die das wirklich machen und Desinformation verbreiten. Wir haben auch Konglomerate von Medien. Aber wir haben auch einen großen Anstieg von unabhängigen Medien, neue Initiativen und sind aufgekommen in Brasilien. Und wir sind als erstes unabhängiges Recherchenetzwerk aufgetaucht. Wir veröffentlichen alles gratis und das wird dann über verschiedene unabhängige, kleinere Medien weiterverbreitet. Und wir führen aber auch, dass es da eine große Dankbarkeit gibt, dass wir diese Nachrichten verbreiten, die halt eben ein Gegengewicht zu dieser Desinformation, die von der Regierung kommt. Aber wir haben natürlich keine Anzeigenkunden und auch weniger Einnahmen. Wir sind sehr abhängig von Finanzierung von unserer Zuhörerschaft, aber auch von Stiftungen oder anderen Hilfen. Aber es ist immer noch sehr schwierig für uns, diese Narrativen, die von der Regierung ausgehen, zu bekämpfen. Diese Desinformationskampagne, die von der Regierung ausgeht, ist wirklich sehr schwierig, dagegen anzukommen. Und unsere Idee ist, was wir versuchen, ist halt immer diese Blasen zum Platzen zu bringen, die Regierung da steigen lässt. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass möglichst viele andere Medien unsere recherchierten Beiträge verteilen. Aber wir müssen eben auch weiter selbstständig veröffentlichen. Ja, Dankeschön. Ich würde jetzt gerne mal noch zu der Situation kommen, die wir aus Deutschland kennen. Ich denke, wirklich mit Pegida angefangen, eine Gewalt gegenüber Journalisten, die es so nach meiner Erinnerung vorher nicht gab. Also Sarah Ulrich, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Haben Sie selbst Erfahrungen bei Demonstrationen gemacht? Wie agieren die? Was wird vorgeworfen? Und dann ist es ja so, also die freie Berichterstattung ist ein Grundrecht in Deutschland auch. Werden denn Journalisten genügend geschützt?
Ja, also erstmal wollte ich gerne nochmal Danke an Ines Wallroth sagen, dass sie noch ergänzt hat, dass es tatsächlich eher glücklicherweise, auch wenn es eine Radikalisierung gibt, dennoch weiterhin ein kleiner Teil ist und tatsächlich das allgemeine Vertrauen in die Medien, dazu gibt es auch Studien, eher steigt. Also das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, das auch nochmal festzuhalten. Danke für den Hinweis nochmal. Zu den Fragen, also ich selbst berichte seit vielen Jahren von Demonstrationen. Für mich war einer der Höhepunkte, waren die Pegida und eben auch dann Legida-Proteste in Leipzig. Legida war nochmal sehr viel eindeutiger Neonazi-Aufmarsch hier in Leipzig damals. Das war der Ableger von Pegida. Und auch da, es war schon damals sehr viel Gewalt im Spiel. Und es war auch schon damals, gab es sowohl verbale als auch physische Angriffe auf uns JournalistInnen oder ReporterInnen, die vor Ort waren vor allem. Aber tatsächlich, also es gab auch diese Entwicklung schon auch weiterhin kontinuierlich. Vielleicht erinnert man sich an Chemnitz 2018 und die rechten Proteste dort. Auch da gab es viele Angriffe auf JournalistInnen. Aber jetzt der November 2020 in Leipzig, diese Querdenken-Demonstration, das war schon nochmal eine Zäsur. Also weil da war es tatsächlich so, es gab Situationen, in denen haben wir uns total umzingelt gefühlt. Also es gab kein Entkommen. Also es war so, die Polizei hat uns nicht geschützt. Und das war in der Qualität neu. Also auch da wurde ein Kollege zu Boden geprügelt. Und es war aber tatsächlich so, ich habe mit Andrea Röpke, auch eine Kollegin von mir, kürzlich ein Interview geführt für eine Reportage zu Pressefreiheit, die am Samstag in der Taz am Wochenende erscheint auch, wo wir das Thema nochmal groß aufgezogen haben. Und sie hat auch gesagt, das war eine neue Qualität der Gewalt. Einfach weil dieser Mob, es waren nicht mehr die bekannten Neonazis, die sowieso vielleicht schon als Gewalttäter verurteilt waren, sondern es war tatsächlich die vermeintlich bürgerliche Mitte auch. Also es gab, ich sage vermeintlich, ne, weil es ist immer nochmal die Frage, wie man diese Menschen politisch auch einordnet. Aber es gab einfach eine sehr hohe Akzeptanz dieser Ablehnung gegenüber JournalistInnen und damit quasi auch die Hemmschwelle zur Gewalt ist sehr stark gesunken. Und es gab jetzt gerade, diese Woche, also gestern glaube ich, rausgekommen, eine Studie des European Center for Press and Media Freedom. Und diese Studie heißt Feindbild-Journalist. Und diese Studie wird fortlaufend quasi immer wieder veröffentlicht. Und in diesem Jahr zählt diese Studie tatsächlich mehr Angriffe in Deutschland auf JournalistInnen als jemals zuvor. Und der gefährlichste Arbeitsplatz ist laut dieser Studie, sind diese pandemiebezogenen Demonstrationen, also diese Querdenken-Demonstrationen. Das waren 71% der Angriffe, die dort stattgefunden haben. Und da spricht man ja noch gar nicht von den Angriffen, die im Netz passieren oder als Briefe, die nach Hause geschickt werden oder Feindeslisten, die erstellt werden, NSU 2.0 beispielsweise. Das ist da ja noch gar nicht mit drin, sondern das sind tatsächlich die physischen tätlichen Angriffe. Und da will ich nochmal darauf zurückkommen, was ich eben gesagt habe. Die Erfahrung ist, dass der Staat die JournalistInnen nicht ausreichend schützt. Das ist die Erfahrung, die wir machen. Das führt zum einen natürlich zu physischen Auswirkungen, wenn man geschubst wird, wenn man zu Boden fällt, wenn man geprügelt wird. Es führt aber natürlich auch zu traumatischen Auswirkungen, also psychische Auswirkungen für JournalistInnen. Und es gibt Gebiete, da fahren ReporterInnen gar nicht mehr hin. Ich überlege mir inzwischen 2, 3, 4 Mal, ob ich wirklich von einer Demonstration berichten will oder nicht. Und das hat Auswirkungen auf unsere Arbeit und wie wir unsere Arbeit machen können. Und da ist ganz klar die Polizei auch noch mal mehr in der Verantwortung. Es gibt den Pressekodex, der vereinbart, wie Polizei und JournalistInnen zusammenarbeiten. Es gab den Wunsch, auch diesen noch mal zu erneuern auf der Innenministerkonferenz im Dezember. Das wurde nicht gemacht bislang, obwohl es diese ganz krassen Angriffe gab. Und es steht auf jeden Fall an. Und die Innenminister haben auch versprochen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber das ist was sich auf jeden Fall verbessern muss, der Schutz von JournalistInnen, auch durch die Polizei. Ja, Ines Wallroth, die Erfahrungen aus Berlin sind analog, die Sie machen oder Ihre Kollegen machen? Ja klar, es gab ja auch in Berlin diese riesengroße Querdenken-Demo und das ist, ich
will das jetzt nicht alles wiederholen. Tatsächlich gibt es genau dieselben Erfahrungen und auch genau dieselben Forderungen an Politik und Polizei, da genauer hinzugucken, weil es eben tatsächlich bisher noch gar nicht so ein richtiges politisches Thema geworden ist. Also habe ich das, also es gibt jetzt, was jetzt angekommen ist, ist die Sache Gewalt im Netz quasi. Das ist jetzt ein größeres Thema, aber dass tatsächlich Journalistinnen sich nicht trauen, zu bestimmten ihren Job zu machen. Das finde ich, ist, finde ich, noch nicht so klar geworden oder wird bisher noch ein bisschen so als Einzelfall dargestellt. Aber wenn man sich überlegt, dass es 70 tätliche Angriffe im letzten Jahr gab und davon 70% oder was das war, ne, bei pandemiebezogenen Demonstrationen, dann kann man ja sagen, dass quasi bei jeder Demonstration es zu mehreren Übergriffen gab, die dokumentiert wurden. So, ja. Und da wird jeder aggressives auf jemanden zugehen noch nicht mal offiziell erfasst worden sein. Deswegen ist es auf jeden Fall größer und es kann nicht sein. Es ist halt natürlich auch irre, dass die, die da rumrennen und erzählen, es wird nicht ordentlich berichtet, plötzlich Berichte über ihre eigenen Veranstaltungen sich der entziehen wollen. So, ja. Und Worauf führen Sie denn diese Aggressivität zurück? Worauf führen Sie zurück, dass Journalisten plötzlich so da im Fokus stehen? Naja, das ist ein bisschen was wie mit dem Überbringer der Nachricht, hat es zum Teil natürlich zu tun. Na klar, wir berichten über das, was für politisch entschieden wird. Wir ordnen das ein und wenn dann nicht komplett alles wieder komplett, man sich nicht, also es gibt Leute, die einfach, glaube ich, nicht gewohnt sind oder nicht mehr bereit sind, eine irgendwie abweichende Position zu tolerieren. Das ist einfach so ein bestimmter auch autoritäres Denken, die das nicht aushalten, ein bisschen Nuancierung oder abweichende Meinung zu nehmen. Und ich glaube, dass einfach Journalisten werden gleichgesetzt mit Politik und die Unzufriedenheit mit den politischen Maßnahmen, zum Teil jetzt auch die Belastungen, die es natürlich gibt in der Corona-Krise, werden, haben da einfach so eine so einen Kanal. Es ist zumindest ein Teil der Leute, die nicht, das führt zumindest dazu, dass es eben auch so eine große Masse gibt bei diesen Angriffen, die daneben stehen und nichts tun. So, also die machen das vielleicht nicht alle selbst, aber die tolerieren das. Und ansonsten gibt es einfach natürlich auch ein zunehmendes rechtsextremes Milieu, wo es das einfach auch auf diesen Demos sehr präsent ist. Und deswegen finde ich es auch so schwierig, wenn Leute uns schreiben und sagen, wir sind keine Corona-Leugner, wir waren aber bei der Demo und da sind ja nicht alle so wie die. Aber ich finde, man muss da einen klaren Punkt machen, eine klare Grenze ziehen. Also Demonstrationen, die sagen, sie sind nicht faschistisch, die können nicht hinnehmen, dass da Reichsbürger mit ihren Symbolen rumrennen. Die können nicht dulden, dass dort Udo Vogt, Andreas Kalbitz oder Jürgen Elsasser, also bekannte Nazis, auftreten und sagen, Meinungsfreiheit, für uns gilt die jetzt eben und ich mache da trotzdem mit. Also da muss man eine Grenze ziehen und das muss man klar sagen. Und ich glaube, diese Bereitschaft gibt es einfach bei weniger Leuten inzwischen, diese Grenzen zu ziehen. Also es ist anders als früher, als es Debatten gab bei der Hartz-IV-Demonstration 2004, wo auch Nazis sich anschließen wollten, aber da gab es dann Debatten bei den Veranstaltern, ne, dass die nicht erwünscht sind und so ist es jetzt nicht. Und es gibt einfach kaum, ja, wie kann man das erklären? Ich kann, da muss man vielleicht psychologisch sein, aber es gibt, glaube ich, eine Radikalisierung von bestimmten Spektren, die sich gegenseitig aufstacheln jetzt auch. Ja, danke. Nochmal zurück nach Brasilien. Sie haben vorhin diese katastrophalen Auswirkungen der Bolsonaro-Politik geschildert auf das Epidemiegeschehen, auf die Infektionen mit vielen Toten. Gibt es denn dagegen Proteste? Gibt es Proteste auf der Straße? Welche Rolle spielen dabei Journalisten? Diese Desinformationskampagnen, die da durchgeführt werden. Die wirklich von der Regierung, vom Präsidenten ausgehen. Ah, die Spuken. Verzeihung, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ich habe aus Versehen mich zu muten. Diese Desinformationskampagne vom Präsidenten und seinen Söhnen ist sehr effizient. Und es gibt auch Demos, aber wenige. Es gibt wenige Demonstrationen gegen den Präsidenten. Bis jetzt in den Straßen. Es gibt allerdings online Demonstrationen und an den Fenstern gibt es Demonstrationen.
Denn der Präsident benutzt dieses Mittel, Leute zusammenzubringen. Er macht ganz bewusst solche Versammlungen, wo viele Leute zusammenkommen, um damit zu zeigen, dass er gegen dieses Social Distancing ist. Also wer sich ansammelt, wer auf die Straße geht und sich in großen Gruppen sammelt, zeigt sich als Anhänger von Bolsonaro. Und Leute, die gegen diese Politik von Bolsonaro sind, machen eben das nicht, sondern bleiben eher zu Hause. Und deswegen sind sie nicht so sichtbar im öffentlichen Raum und sind eher vereinzelt. Die Journalisten haben alle diese Aktivitäten gegen die Regierung auch begleitet. Die Angriffe auf Journalisten in den Straßen ist auch etwas relativ Neues in Brasilien. Nichts Neues in Brasilien. Es gibt auch Angriffe von Polizei. Es gibt berühmte Fälle von Journalisten, die auf Demonstrationen ein Auge verloren hatten oder schwer verletzt wurden. Und ich habe eine Statistik gefunden. Also es gibt da sehr viele Angriffe auf Journalisten, also die darin sind, dass ihnen das Wort abgenommen wird, dass sie angegriffen werden, auch Morddrohungen erhalten. Und ich muss kurz was nachfragen. De que ano é essa informação? Isso eu perdi. Dois mil e vinte e quantos ataques foram? Isso eu perdi o número. Musst du kurz Zahlen nach. Ah, okay. Genau, das war die Zahl, die ich nicht mitbekommen habe. Sie beruft sich auf eine Statistik, dass im Jahr 2020 420 solche Angriffe auf Journalisten festgestellt wurden. Da wollte ich nochmal nachfragen. Okay. Ja, ich glaube, das ist auch für so ein großes Land eine ganz schön hohe Zahl. Das Walroth als wir mal miteinander telefoniert haben, haben Sie gesagt, dass dieser Vertrauensverlust in die Journalisten, dass das eigentlich so ist wie in die Politik oder in Politiker, dass das ganz was Ähnliches ist. Man wird da einfach in Mithaftung genommen. Was ich kenne von Demonstrationen eigentlich ist auch das, also auch bei uns hat man ja das Dilemma, dass Querdenker gehen auf die Straße, Corona-Leugner gehen auf die Straße und das linke und antifaschistische Spektrum geht allenfalls auf die Straße, weil es gar nicht anders geht, um dagegen zu protestieren. Aber jetzt zum Beispiel schon allein mit den Ostermärschen oder so ist es natürliche Diskussion. Macht man das, geht man da das Risiko ein, auch wenn man mit Maske und Abstand geht, man hat schließlich eine Anreise. Das scheint mir also da ganz ähnlich zu sein. Ja, aber jetzt die Frage, wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Also einerseits, man hat eine Verantwortung, denke ich, also da, wenn man sich darüber im Klaren ist, diese Pandemie ist gefährlich, die Maßnahmen sind alle mehr oder weniger vom Prinzip her sinnvoll, auch wenn manche vielleicht kritikwürdig sind, auch wenn manche viel weitergehen müssten. Sie haben vorhin gesagt, zum Beispiel die Frage, wie die Arbeitswelt ist da so gut wie völlig außen vor. Aber was können gerade Journalisten, die sich als links verstehen, anders machen? Oder was müssen die machen? Vielleicht tun sie es ja auch schon. Um aus diesem Dilemma rauszukommen, also aus diesem Dilemma zwischen Verantwortung und dann auch kritischer Distanz. Möchte jemand anfangen zu dem Thema? Sonst würde ich da jetzt einfach mal Sie, Frau Walroth, fragen. Ich bin ehrlich gesagt,
Ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, okay. Tatsächlich. Dilemma, dass ich als Journalistin Verantwortung dafür habe, dass Demonstrationen vielleicht jetzt gerade, dass man sich jetzt nicht in derselben Weise versammeln darf wie sonst? Nee, oder? Mit Verantwortung meine ich einfach, die Gefährlichkeit auch der Situation zu transportieren und damit sich in Gleichklang auch mit den Regierenden im Wesentlichen zu befinden. Mhm. Ja, also natürlich geht es darum, dass man trotz allem die verschiedene Positionen, die es gibt, trotzdem abbildet auch oder extra anfragt, also auch gezielter sucht, dass man nicht nur seine eigene Meinung, also praktisch den interviewt, der ohnehin schon meine Meinung vertritt, sondern dass auch Journalistinnen, linke Journalistinnen eben sich tatsächlich dem Meinungsstreit irgendwie aussetzen. Das finde ich zum einen richtig, also praktisch damit auch seine eigenen Argumente zu schärfen. Und zum anderen ist es natürlich, gibt es ganz viele Abwägungsfragen derzeit als für Journalistin, wie man mit dem Thema umgeht. Also zum Beispiel bei der Impfdebatte ist halt tatsächlich auch immer die Frage, macht man, wenn es einzelne Komplikationen gibt, berichtet man über jede einzelne Komplikation? Das könnte natürlich, das kann Panik schüren, weil man eigentlich gerade Vertrauen herstellen will. Und zum anderen kann es aber auch genau gerade diese Impfkomplikationen können sich im Rückblick als die zentralen Schwächen oder Fehler dieses Impfmedikaments, der Impfung herausstellen. Und dann war es eher so vom Ende her gedacht, war es dann eher sehr wichtig, dass man sehr früh aufklärt. Also das sind tatsächlich immer konkrete Abwägungen, die man jetzt gerade im Alltag treffen muss. Dieselbe Abwägung wird es auch bei der Veröffentlichung des Fotos aus Bergamo gegeben haben, ne, wo in der Nacht die Leichentransporte zu den verschiedenen Krematorien gefahren sind und wo die Behörden es extra nachts gemacht haben, um die Bürger nicht zu beunruhigen. Und dann müssen Medien sich halt fragen, machen sie das jetzt mit und machen sie es nicht? Und die viele haben halt entschieden, wir verbreiten das, weil es wichtig ist, den Ernst der Lage deutlich zu machen. Also es gibt einfach Abwägungen, die man dauerhaft treffen muss. Und bei dem Foto war es vielleicht sogar aus Sensationsgründen erstmal veröffentlicht worden, aber eigentlich hat es auf jeden Fall eine wichtige Funktion gehabt. Und ansonsten wegen Regierungsnähe, ich finde wirklich diesen Vorwurf, muss man sich trotzdem nicht die ganze Zeit anziehen so stark. Also wir berichten die ganze Zeit sehr viel über die Folgen der Krise. Da auch haben wir sehr früh gegen die These angeschrieben, dass gesagt wird, vor Corona sind alle gleich, weil krank kann ja jeder werden. Und da haben wir gezielt geguckt, also erstens nachgewiesen, weil das ist ja auch gar nicht neu, dass Leute, die arm sind, stärker von Krankheit betroffen sind, früher sterben. Das trifft, sieht man halt auch bei Corona. Das ist insofern totaler Quatsch, dass Leute, die in kleinen Wohnungen wohnen, in beengten Räumen, dass sie sich stärker aus einer Gefahr der Ansteckung aussetzen. Und wenn man darüber dann redet, dass man auch über den Leuten eine Stimme gibt, die selbst nicht so artikulationsstark sind und nicht so lautstark. Also ich finde, das ist halt unsere Aufgabe, dass wir gezielter die Gruppen, die jetzt von den Corona-Maßnahmen betroffen sind oder auch von der Krankheit selbst, dass man stärker dahin guckt gegenüber zu artikulationsschwächeren Gruppen und da als linkes Medium denen auch eine Stimme gibt. Ja, da gibt's Alleinerziehende, Obdachlose, Geflüchtete, Menschen im Gefängnis. Die haben alle eigentlich keine guten Zugänge zur medialen Debatte. Und ich finde, das ist eine Aufgabe von linken kritischen Zeitungen, über die zu reden und über deren Lage und natürlich deren Absicherung nochmal besonders einzufordern. Wie würden Sie das sehen, Frau Ulrich? Ja, also Zustimmung auf jeden Fall damit. Und ich würde noch ergänzen, also ich hatte für die Friedrich-Ebert-Stiftung, für den Blog der Journalistenakademie mal einen Text geschrieben, der dann, glaube ich, hier auch verlinkt werden soll, wie umgehen mit Querdenkern, Strategien für JournalistInnen. Und da habe ich auch geschrieben, und das ist mir ganz, ganz wichtig, immer wieder zu betonen, es gibt einfach Dinge, die lassen sich nicht diskutieren. Und dazu gehört die Existenz dieses Virus sowie die gesellschaftlichen Auswirkungen davon. Und es gibt da sicherlich verschiedene Analysen zu, aber es ist, ich bin nicht der Meinung, man muss wissenschaftliche Fakten diskutieren. Und wie gesagt, also klar gibt es verschiedene Ausprägungen, wie jetzt Ines Weyroth schon gesagt hatte, mit dem Impfstoff, die dann kritisch einzuordnen sind und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen halt auch wissen, diese Pandemie ist für uns alle, die jetzt derzeit leben, eine komplett neue Situation und wir sind alle davon überfordert. Auch die Politik ist davon überfordert und auch wir JournalistInnen sind davon überfordert. Und nur weil Menschen PolitikerInnen oder JournalistInnen sind, sind sie keine allwissenderen oder besseren Menschen. Und deswegen ist diese ganze Krise und das Handling dieser Krise ist
ist ein Lernprozess für uns alle. Und da wünsche ich mir tatsächlich von der Gesellschaft auch manchmal einfach ein bisschen eine Fehlertoleranz. Und wenn Leute sich hinstellen und sagen, wir haben das damals nicht gewusst, wir haben das falsch kommuniziert oder falsch berichtet, wir wissen es jetzt besser und jetzt können wir das anders nochmal kontextualisieren auch, dann sollte es da auch ein Verständnis gegenüber dieses Lernprozesses geben. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als JournalistInnen, diese Prozesse auch transparent zu machen und für Leute auch verständlich zu machen und einfach zu wissen, wir sind keine Übermenschen, nur weil wir vielleicht Gatekeeper in dem Moment sind, sondern wir sind genauso von dieser Prozesshaftigkeit und dieser Krise betroffen und sind genauso diejenigen, die täglich dazulernen mit neuen Informationen. Ja, das klingt natürlich dann auch sehr nach dem Satz von Jens Spahn, den ich aber in der Tat einfach auch richtig und klug fand, dass man sich da mal wird sehr viel zu verzeihen haben. Das ist, glaube ich, in der Tat so. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben jetzt schon festgestellt, dass vieles, was jetzt so genannt wird als die Pandemie für den Journalismus in die Krise, dass es eigentlich Folge von viel längerfristigeren Entwicklungen sind und dass es auch eine Zuspitzung einfach vielleicht gibt von Dingen, die bereits angelegt waren. Wird es denn nach Ihrer Auffassung langfristige Folgen haben, diese Pandemie für den Journalismus und woran könnten sie bestehen? Worin könnten die bestehen? Ich würde jetzt gerne versuchen, Sophia Boddenberg zu fragen, wie wirkt sich das Ganze langfristig auf den Journalismus aus? Mal kurz überlegen. Ja, ich glaube, das hängt schwer vom Kontext, aber ich überlege jetzt gerade, ob ich es besser beantworte. Aber ich denke, ja, weltweit die Pandemie bestehende soziale und politische Konflikte offen hat, eben auch Probleme im Journalismus oder Demokratie, weil wenn das denn vorgestellt wird. Also mir tut es leid, leider ist jetzt gerade die Verbindung sehr schlecht. Vielleicht probieren wir das mal lieber nachher nochmal. Und deshalb, Andrea Dipp, an Sie die Frage. Wird es langfristige Auswirkungen dieser Krise, dieser Pandemie auf den Journalismus geben? Eu também vou ter que pensar um pouco, mas eu acho que sim. Eu acho que uma que eu consigo dizer de cara é uma consequência na saúde mental dos jornalistas. Está sendo muito terrível, assim, e acho que isso vai ter um... Es ist eine Veränderung von schlecht zu schrecklich. Es wird auch schon. Aber wir lernen auch neue Möglichkeiten, Journalismus zu betreiben. Und immer mehr Leute suchen auch nach unabhängigeren Medien. Denn es ist so offensichtlich, dass die Regierung Daten geschönt hat und versteckt hat. Zum Beispiel hat der erst kürzlich einberufene neue Gesundheitsminister bereits gesagt, dass er die Art, wie die Daten erhoben werden, ändern möchte. Und das ist natürlich eine Form der Manipulation eigentlich. Und deswegen sehen immer mehr Leute die Bedeutung, die Journalismus für die Demokratie hat. Journalistas na maneira como trabalham e também para a saúde mental mesmo de todos nós assim. Und auch für die geistige Gesundheit von uns allen, weil es ja wirklich eine verrückte Situation ist, sind diese unabhängigen Daten eben auch wichtig. Ja.
Ja, es ist zu befürchten, dass die Auswirkungen der Pandemie für diese Gesellschaft schon ganz schön langfristig sein werden. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, wenn man das mal im Griff hat, dann auch mit den Impfungen oder wenn genügend Leute geimpft sind, dass das von heute auf morgen wieder alles anders wird. Also ein Kollege und Freund hat auch gesagt, es wird zum Beispiel auch für den ganzen Kulturbetrieb wieder ein Riesenproblem sein, auch sein Publikum wiederzufinden, wieder zu erhalten. Das geht also sicher nicht. Das geht sicher nicht so nahtlos. Ich würde jetzt gerne dann mal zu unseren Publikumsfragen kommen. Mich einstweilen bedanken, aber wir hören ja dann auch gleich wieder. Und dazu schaltet sich jetzt uns zu Michael Stöckel. Er ist der Vorstandsvorsitzende der LIMA und er hat danach geschaut, das ausgewertet, was so an Fragen gekommen ist. Bitte, Michael. Ja, danke Renate und danke auch an die Podiumsteilnehmerinnen für die spannende Diskussion bislang. Genau, wir haben hier in unserem YouTube-Stream ein gutes Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Jetzt ist jetzt noch nicht so eine große parallele Diskussion entstanden da, die ich jetzt zusammenfassen könnte, was vielleicht auch daran liegt, dass die Diskussion von euch so spannend war und wurden ja auch schon sehr viele gute Fragen gestellt. Ich habe trotzdem ein paar von Teilnehmerinnen und zwar einmal fragt, also genau, ich würde jetzt einfach mal drei, habe ich ausgewählt, davon sind zwei allgemein, da könnt ihr ja gucken, an wen, wer die von euch beantworten möchte und dann habe ich noch zwei, die sind dann noch direkt an Personen gerichtet. Also Jörg fragt, was mich interessiert, ob die Journalistinnen in der Pandemie selbst mehr über Social Media gearbeitet haben, also über persönliche Accounts und da auch andere Meinungen und oder Ansichten vertreten haben, als in den Medien, für die sie tätig sind. Also genau, bezieht sich so ein bisschen auf eigene Social-Media-Accounts von euch als Journalistin oder genau und Medienschaffende. Und David schreibt, was mich interessiert, Andrea Dipp berichtete, dass sie sich stärker auf eine Finanzierung durch die Leserschaft und die Stiftungen konzentrieren müssen, weil Einnahmen durch Werbung weggefallen sind. Wäre das auch in Deutschland nicht ein gangbarer Weg? Genau, vielleicht, das ist jetzt auch an alle sozusagen gerichtet. Und dann fragt Mia direkt an Sophia Boddenberg, jetzt ist die Frage, ob sie sich dann das dann noch beantworten wird können. Wie konnten Sie über die verfassungsgebende Versammlung in Chile berichten? Für die Bewegung war die Straße ja auch sehr wichtig. Und das, obwohl es eben die Pandemie auch gab im Land. Und genau, und jetzt noch nachgegeben, noch ein, was mich jetzt interessiert hat in der Diskussion, und zwar habt ihr ja jetzt, also was vielleicht auch zu den langfristigen Folgen passt, weil wir ja auch jetzt verschiedene Berufsgruppen zu Wort kommen, einmal in der Redaktion und einmal auch freie Journalistinnen und Journalisten. Wie seht ihr das? Weil ja, das sind ja Solo-Selbstständige quasi, die ja nochmal eine spezielle Gruppe bilden. Und wie seht ihr das mit den langfristigen Folgen für den Nachwuchs? Also einerseits kann man da denken, na gut, es findet eine Politisierung statt. Andererseits ist es natürlich vielleicht noch prekärer. Frau Ulrich hat es ja gesagt, dass es gegebenenfalls Einnahmen weggebrochen sind. Und genau, wie die Nachwuchssituation für den Journalismus, ob sie noch Leute dann gewinnen können für die Zunft. Genau. Das wäre es jetzt erstmal von mir. Ja, jetzt müssen wir überlegen, wer sich da wozu kompetent fühlt. Also was den Nachwuchs angeht, da würde ich gerne selbst was dazu sagen, auch wenn ich Moderatorin bin. Ich bin ja nun Lokalredakteurin. Und klar ist, dass man im Moment durch den höheren wirtschaftlichen Druck auf die Medien, die stark normalerweise von Werbeeinnahmen abhängig sind,
und im Augenblick einfach eine geringere Einnahmebasis haben. Auch das und auch Aboverluste haben, das ist nicht im Augenblick sogar, da sind die eher abgefedert, aber langfristig, das ist auch eine langfristige Entwicklung, beides, was jetzt durch die Pandemie vielleicht verstärkt wird, aber nicht ausgelöst. Aber natürlich merken diese Medien das. Und das schlägt sich nieder in den Aufträgen für freie Journalisten, die ja auch oft, sagen wir mal, vor ihrem hauptberuflichen Berufseinstieg noch als freie arbeiten. Das schlägt sich nieder darin, dass man dass eventuell Volontäre nicht übernommen werden oder dass Stellen gestrichen werden. Das alles bedeutet in der Tat einen schwierigeren Berufseinstieg. Und wir haben im Moment auch das Problem, wir haben immer Praktikanten, Hospitanten, also Leute teils, die nur reinschnuppern wollen, auch Leute, bei denen ein längeres Praktikum, Zeitungspraktikum Teil der Ausbildung ist, zum Beispiel von der Kölner Journalistenschule. Und wir können natürlich im Moment nicht so Praktikanten nehmen wie sonst, weil wir in der Redaktion sowieso vermeiden, dass viele Leute auf einem Haufen beieinander sind. Und auch, weil es im Moment die Veranstaltungen, die Themen, über die Hospitanten dann berichten könnten, weniger gibt. Ich weiß nicht, die Kolleginnen jetzt von den anderen deutschen Zeitungen oder deutschen Journalistinnen, ob sie das ähnlich sehen oder andere Erfahrungen da gemacht haben. Es ist, glaube ich, wirklich eine schwierigere Situation für den Berufseinstieg. Also ich höre da keinen Widerspruch, dann glaube ich, müssen wir das mal leider so stehen lassen. Leider, weil wir ja immer noch viel vom Journalismus halten und uns wünschen. Jetzt würde ich eigentlich gerne, weil das auch eine sehr konkrete Frage war, an Sophia Boddenberg, haben wir Sie in der Leitung und geht es? Also das war jetzt falsch. Sophia Boddenberg, wie konnten Sie über die verfassungsgebende Versammlung berichten? Soll ich es mal versuchen? Kann man mich hören? Ja. Okay. Also die Versammlung wurde noch gar nicht gewählt. Im Oktober 2020 gab es ein Referendum, an dem darüber abgestimmt wurde, ob es eine neue Verfassung geben soll oder nicht. Und jetzt am 11. April wird die Versammlung gewählt. Es wird auch gerade noch diskutiert, ob die Wahlen verschoben werden oder nicht, wegen den hohen Infektionszahlen. Und das ist eine etwas merkwürdige Situation. Also natürlich war die Straße total wichtig für die Protestbewegung. Und deswegen war dieser Kontrast auch so extrem, als dann die Ausgangssperren kamen und die Pandemie, weil quasi im März 2019 es noch einen riesigen Protestmarsch gab am Weltfrauentag, Millionen von Menschen überall auf den Straßen waren und ein paar Tage später oder ich glaube eine Woche später wurden dann die ersten Ausgangssperren erklärt. Und aber die Protestbewegung ist trotzdem noch präsent. Zum Beispiel sind auch die ganzen solidarischen Netzwerke, die sich während der ersten Protestwochen gebildet haben, während der Pandemie präsent gewesen. Und auch nach den Wahlen vom Referendum wurde überall auf den Straßen gefeiert. Also das waren irgendwie so merkwürdige Ausnahmemomente, in denen irgendwie die Pandemie für einen Tag mal nicht in den Köpfen der Menschen war. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären kann. Und dann habe ich natürlich auch berichtet. Ich habe natürlich versucht, alle Maßnahmen zu ergreifen, aber manchmal ging es dann auch nicht. Und und man muss auch dazu sagen, dass die der chilenischen Regierung, der rechten Regierung, ist die Pandemie eigentlich zugute gekommen, weil wir seit einem Jahr jetzt einen Ausnahmezustand haben, also einen verfassungsmäßigen Ausnahmezustand mit Militärs auf den Straßen und nächtlicher Ausgangssperre. Und viele sagen, dass nur so die Regierung überhaupt weiter regieren konnte, weil Piñera, der Präsident, noch 6% Zustimmung hat und eigentlich nur noch weiter regieren kann, weil er eben Militärs auf den Straßen hat und alle Organisationsformen und Protestformen stark unterdrückt werden. Und
ja, und auch mehr Journalisten festgenommen werden. Es gibt trotzdem weiterhin kleine Proteste und da werden ständig Journalisten von Polizisten festgenommen ohne irgendwelche Gründe. Und ja, also die Lage ist nicht so einfach, aber ich ja, habe mein Bestes getan bisher, um trotzdem darüber zu berichten und bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was dieses Jahr passiert. Ich hoffe, man konnte mich gut hören. Ja, also das ging jetzt wirklich mit dem Ton sehr gut. Auf einem ganz anderen Niveau, denke ich, das muss man betonen, aber auf einem anderen Niveau haben wir ja hier durchaus auch die Diskussion, ob diese Maßnahmen nicht die Grundrechte zu stark einschränken. Das ist ja immer wieder eine grundsätzliche Diskussion. Aber wie gesagt, ich glaube, das bewegt sich dann schon auf einem deutlich anderen Level. Ja, jetzt haben wir die Frage nach der Nutzung der sozialen Medien. Kann da jemand was dazu sagen? Wer möchte was dazu sagen? Also eigene Erfahrung, aber das ist sicher auch von Medium zu Medium sicherlich unterschiedlich. Vielleicht, genau. Ja. Also ich bin jetzt überhaupt gar nicht die Twitter-Königin, aber ich würde nur sagen, wenn man in meiner linken Zeitung, also ich hatte das so verstanden, ob es da irgendwie eine Abweichung gibt, wie man sich im privaten Umfeld äußert oder eben wie als Journalistin. Und da kann ich bei mir sagen, dass ich tatsächlich in dem Luxus bin, dass ich da keinen Unterschied machen muss oder so. Deswegen weiß ich nicht genau, das ist vielleicht bei anderen Zeitungen anders, wo es mehr so, man mehr im inneren Exil manchmal vielleicht sein muss. Aber das ist beim ND, das ist der Luxus bei einer linken Zeitung, als Linker bei einer linken Zeitung zu arbeiten. Da gibt es diese Differenz nicht, ne? Ja, also da ist dann die berühmte Schere im Kopf nicht nötig. Generell, also ob mehr über Social Media generell gelaufen ist, weiß ich nicht, aber klar ist, dass die gesamten Online-Angebote der Zeitungen haben einen Zulauf, ganz eindeutig. Also die Medien überhaupt haben einen Zulauf und die seriösen Medien haben einen Zulauf. Mit seriös meine ich jetzt wirklich die Zeitungen, die öffentlich-rechtlichen, auch die auch zum Teil die großen, die privaten Sender. Sarah Ulrich wollte noch was dazu sagen. Ja, ich würde nur kurz ergänzen, das stimmt natürlich. Gleichzeitig, das ist was ich immer wieder mit Leuten im Gespräch merke, dass das gar nicht so im Bewusstsein der Menschen ist. Dadurch, dass es viel mehr Online-Angebote gibt, was total gut ist und total wichtig ist, hat Journalismus aber auch ein enormes Finanzierungsproblem, weil die meisten Online-Angebote sind kostenlos. Es gibt solidarische Bezahlmodelle. Die Taz hat das, ich glaube, das ND hat das auch, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Und es gibt natürlich auch Paid-Content-Seiten, wo man dann nur Zugriff hat, wenn man auch bezahlt oder Abonnentin ist. Gibt es bei der Taz nicht, aber das ist natürlich ein Riesenproblem. Wenn man sich mal fragt, wie viel Geld gibt man eigentlich für seinen Nachrichtenkonsum und für kritische Analyse und Einordnung aus, dann sind die meisten Leute, wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst sind, geben wahrscheinlich gar nichts dafür aus, sondern konsumieren das im Internet. Und das ist, glaube ich, schon, wenn wir darüber sprechen, wie weiter mit dem Journalismus, durchaus auch ein wichtiges Thema, worüber wir sprechen müssen, wie weiter auch Journalismus finanzieren. Und das hat sich durch so eine steigende Digitalisierung natürlich nochmal verschärft auch. Bevor ich Ines Walroth rannehme, eine Nachfrage. Da war ja gerade die Frage nach der Stiftungsfinanzierung gekommen. Wäre das eine Möglichkeit, wie in Brasilien offenbar? Ich finde das super. Stiftung ist natürlich immer die Frage, gibt es da einen politischen Schlag? Also da muss man, glaube ich, immer auch aufpassen, dass es da dann keine Parteimedien werden oder so. Also das ist, ich finde das immer, da muss man, oder muss man zumindest schauen, dass es da eine redaktionelle Trennung auch gibt oder eine inhaltliche Trennung auch. Aber generell finde ich alternative Bezahlmodelle oder kollektive Bezahlmodelle auch für Journalismus total interessant. Es gibt ja solche Formate auch schon. Krautreporter zum Beispiel. Ich finde das spannend und ich finde auch gerade, wenn es darum geht, eine neue Glaubwürdigkeit zu schaffen, auch einen spannenden Ansatz, weil es sind ja vor allem die großen Verlagshäuser auch und die großen Medienhäuser, die an Glaubwürdigkeit einbüßen und dann zu gucken, wie kann man vielleicht auch alternative Modelle schaffen, finde ich einen spannenden Ansatz. Und ich glaube, da kann man viel ja auch von dem, was Andrea Dipp auch erzählt hat, lernen. Ja,
Jetzt Ines Walroth. Ja, ich wollte auch nur sagen, das Stichwort Stiftung oder so, das hatte ich tatsächlich immer im Zusammenhang mit kritischer Wissenschaft zum Beispiel gesehen. Also es ist immer die Klage gab, dass die kritische Wissenschaft an Universitäten immer mehr eingespart oder abgeschafft wurde. Da fand ich immer die Idee, naja, das könnte eine Aufgabe sein von Stiftungen. Bei Zeitungen wäre ich da auch skeptischer und ich als ND-Vertretende würde jetzt auch eher zögerlich sein. Wir sind ja gerade dabei, wahrscheinlich zumindest eine Genossenschaft zu gründen. Es ist noch nicht entschieden, deswegen kann ich jetzt nicht so klar sagen, aber für uns wäre es komisch, jetzt von Gesellschaft der Linkspartei zu einer Stiftung oder so zu wechseln. Deswegen habe ich da auch jetzt nicht sofort hier geschrien, aber ich verstehe völlig, dass es in Brasilien oder so einfach auch notwendig ist, damit überhaupt irgendwelche unabhängigen Stimmen stattfinden können. Das ist einfach eine andere Situation als hier. Also deswegen. Und ich wollte auch nochmal zu dem Punkt Online-Angebote sagen. Ich hatte ja vorhin so hervorgehoben, dass es eigentlich so gut ist, dass es so viele neue Zugriffe gibt, aber auf die Frage, was jetzt Corona dauerhaft verändern wird, ich meine, das Problem ist vor allen Dingen, es gibt ja schon vor Corona einfach diese Zeitungskrise und Corona kommt jetzt nur nochmal on top und bei uns konkret erschwert es natürlich oder verlängert das natürlich auch Prozesse, also Umbauprozesse, die eigentlich jetzt stattfinden sollten, müssen jetzt noch unter diesen beschissenen Corona-Bedingungen diskutiert werden und das macht es natürlich schwerer und so ist es für andere auch. Also der Corona verschärft die Lage, die ohnehin schon, zumindest für Tageszeitungen, ohnehin schon sehr scharf war und deswegen, da ist es so, es gibt zwar mehr Bezahlbereitschaft, mehr Zugriffe, aber insgesamt nicht genug, um tatsächlich die gute Arbeit zu bezahlen. Also es ist ja nicht nur so ein bisschen, die Leute müssen ja ihre Gehälter, ordentliche Gehälter gezahlt bekommen und davon sind die Einnahmen natürlich noch weit entfernt. Ja, vielen Dank. Ja, verschärft die Bedingungen. Welche Umstellungs- oder Umbauprozesse meinen Sie denn? Die notwendig sind. Ach so, nee, die sind jetzt spezifisch über meiner, also beim ND gibt es halt Umbauprozesse, dass wir Online-Print nochmal anders verzahnen als bisher und das ist einfach, da müssen viele kollektive Gespräche stattfinden, die auch schwierig sind und das ist halt einfach nicht so einfach zu machen, wenn man gerade sich eigentlich nur digital trifft und dafür, aber das glaube ich ist jetzt nicht, dass allgemein alle Medien sich jetzt gerade in Umbauprozessen befinden und die Anzeigenabhängigkeit, die Sie vorhin angesprochen hatten, die ist natürlich ein Problem und ich weiß auch nicht, wie viele Lokalzeitungen tatsächlich für die es jetzt tatsächlich 80% Anzeigenverlust tatsächlich an die Existenz geht. Da weiß ich es gerade nicht, aber für uns sind die Anzeigenverluste nicht so ein Problem. Wir haben sowieso nicht so viele Anzeigen. Man muss vielleicht dazu sagen, für die Regionalzeitungen, sie sind auch nicht mehr so ein großes Problem, weil sie... Ja, ich habe Andrea Dieb gesehen und wir haben dann nachher als Wortmeldung. Sie sind nicht mehr so ein großes Problem wie früher, einfach weil früher der Anzeigenfinanzierungsteil der Zeitungen noch viel höher war. Als ich angefangen habe, Mitte der 80er Jahre waren das ungefähr 2/3, die durch Anzeigen finanziert wurden. Heute ist es umgekehrt, ungefähr in der Größenordnung wird durch Abonnements finanziert, aber da haben halt die Zeitungen zumindest das Riesenproblem, dass ihre meist ältere Leserschaft abnimmt und die Jüngeren keinen so leichten Zugang zur Zeitung finden. Das haben alle Zeitungen, das ist auch ein Problem, das zum Beispiel das Neue Deutschland hat. Ja, jetzt Andrea Dieb. Ja. Eu queria explicar pouquinho como funciona esse financiamento da pública, porque eu não tenho certeza se eu consigo. Ich bin mir nicht sicher, ob wir unsere Finanzierungsposition funktionieren. Aber wir werden zwar von unseren Leserinnen und Lesern bezahlt, aber es gibt keine Paywall bei uns zum Beispiel. Die meisten Leute, die das finanzieren das wirklich, weil sie glauben, dass unsere Arbeit sehr wichtig ist. Das ist aber eine sehr neue Kultur in Brasilien. Das ist ganz am Anfang. Vor allen Dingen diese Idee, dass man halt diesen Journalismus finanziert, ohne irgendwelche Privilegien dazu bekommen. Also man bekommt nichts extra. Darüber hinaus
bekommen wir Finanzierung durch internationale Stiftungen. Aber da achten wir sehr genau drauf und es ist ganz klar in unseren Verträgen, dass sie keinerlei Einfluss auf unsere redaktionellen Entscheidungen haben. Also kein Thema kommt, wird jemals bei den Stiftungen vorgelegt. Es gibt keine Einflussnahme dort, ja. Und das erlaubt uns die totale Unabhängigkeit. Und das ist eine höhere Unabhängigkeit als die normalen Medien in Brasilien, die sehr stark auch noch vom Anzeigengeschäft abhängig sind. So konnten wir zum Beispiel Beschuldigungen gegen Unternehmen publizieren, weil wir wussten, dass wir keine Werbung von diesen Unternehmen bekommen. Das ist bei anderen Medien anders. Aber viele Medien wussten von diesen Skandalen, über die wir da berichtet haben. Aber diese anderen Medien haben halt eben nicht darüber berichtet, weil sie eben ihre Anzeigenkunden nicht verlieren wollten. Und da haben wir dann eben eine bessere Situation. Also auch wenn wir irgendwelche Unterstützung von internationalen Stiftungen bekommen, sind wir völlig unabhängig. Ja, das ist natürlich das, was man sich wünscht als Journalist, als Medium, völlige Unabhängigkeit. Jetzt möchte ich nochmal nachfragen, ob es noch weitere Fragen aus dem Publikum gibt, die wir beantworten sollten. Hallo zusammen. Genau, ja, ich habe ja das gebraucht, um mich einzuhalten. Genau, ich habe jetzt gerade noch im Chat gesehen, Renate, dass es eine Wortmeldung von Frau Boddenberg gab. Mhm. Ich habe jetzt hier keine weiteren Fragen, die aufgelaufen sind. Was mich jetzt gerade schon von den Diskussionen interessiert, genau, wie viel gebe ich aus für den Journalismus? Also als hauptsächlich mediennutzende Person finde ich das eine unheimlich spannende Debatte, klar, weil wir jetzt irgendwie alle jetzt geben alle ihr Geld an Amazon Prime und an Netflix und sammeln da die Abonnements, aber gibt sozusagen niemand, kein Mensch Geld für Journalismus oder für unabhängige Berichterstattung aus. Das nur nochmal als kurzer Kommentar. Und was mich nochmal interessiert hat, genau, in den Medien selber, also sozusagen die Freien und auch in der Redaktion, wie gibt es da Mechanismen, wenn mit Anfeindungen zu rechnen ist oder nicht zu rechnen ist, sondern wenn vielleicht auch die Journalistinnen oder Journalisten, die im Feld sind, dann Anfeindungen erleben? Und gibt es da sozusagen dann auch eine Art, eine Stelle, an die sie sich wenden wollen, psychosoziale Beratung oder irgendwie sowas? Das hat mich auch noch interessiert in der Diskussion um Anfeindungen gegen Journalistinnen und Journalisten. Ansonsten habe ich jetzt hier aus der Community nichts mehr. Ja, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir das Wort jetzt erstmal noch an Sophia Boddenberg geben und dann vielleicht können die beiden Kolleginnen von der TAZ und vom ND sich schon mal überlegen, wie das ist, wie man in der Redaktion umgeht mit den Anfeindungen, ob man eventuell Kollegen schützt. Ich bin da, muss ich sagen, aus der Provinzsituation in Tübingen raus, habe ich es ein bisschen leichter, allerdings haben Freunde von mir einen antifaschistisches Online-Magazin, das sieht dann natürlich das mit bei der Arbeit ganz anders aus. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, Sophia Boddenberg. Ja, ich wollte noch kurz was hinzufügen zu dem Gespräch über alternative Bezahlmodelle und
ja, neue Medienform. Ich bin auch seit ein paar Monaten bei den RIF-Reportern mit dabei. Das ist eine Online-Plattform, die sich aus verschiedenen Magazinen zusammensetzt und wir sind eine Genossenschaft und ich bin bei den Südamerika-Reporterinnen dabei. Wir sind 4 freie Journalistinnen in Peru, Kolumbien, Chile und im Amazonasgebiet. Und die Idee dahinter ist eben auch, dass die Leser und Leserinnen direkt die Journalisten und Journalistinnen bezahlen, deren Magazin sie lesen. Also wir haben ein Monatsabo von unserem Magazin. Man kann aber auch eine Flatrate abschließen von dem gesamten Magazin. Und es gibt eben auch keine Anzeigen und damit soll der unabhängige Journalismus bewahrt werden. Und genau, das wollte ich nur kurz noch einbringen zu dem Thema. Und zu den Stipendien wollte ich auch noch kurz sagen, dass das ja auch eben eine Folge ist davon, dass viele Redaktionen kein Geld haben, um längere Recherchen zu finanzieren. Ich habe jetzt auch während der Pandemie, weil man eben so wenig rausgehen konnte als Reporterin, längere Recherchen gemacht und da eben auch auf Recherchestipendien von Stiftungen zurückgegriffen, weil die meisten Redaktionen keine längeren investigativen Recherchen finanzieren können. Und so hatte ich eben auch die Möglichkeit, mit Journalistinnen hier vor Ort zu recherchieren, was ich auch sehr wichtig finde, grenzübergreifenden Journalismus zu machen und grenzübergreifend zu recherchieren, weil so eben auch die verschiedenen Sichtweisen auf die Situation im Land mit in die Recherche einfließen können. Wir haben zum Beispiel eine Recherche über das Freihandelsabkommen gemacht, das die EU gerade mit Chile verhandelt, mit einer chilenischen Kollegin und noch einer dänischen Kollegin und das dann in verschiedenen Medien veröffentlicht, sowohl in Chile als auch in Deutschland und in Dänemark. Ja, vielen Dank. Sowas ist natürlich toll. Wie ist es jetzt mit dem Umgang von Redaktionen? Wie ist es, wenn man weiß, zum Beispiel, Frau Wahlroth, dass Kollegen zu einer schwierigen Demonstration gehen? Geht man da zu mehreren oder wie macht man das? Also ich kann dazu sagen, genau. Die DJU zum Beispiel hat auch so eine WhatsApp-Gruppe, wo dann häufig Journalisten sich melden, vor allem auch, wenn sie Probleme mit der Polizei bekommen. Also was macht da das ND? Genau, also die Kolleginnen gehen tatsächlich zu bestimmten Demos nicht mehr allein, haben entweder noch einen Fotografen sowieso noch dabei oder verabreden sich mit Kollegen von anderen Zeitungen, von denen sie es wissen, weil das tatsächlich zu riskant ist. Zugleich gibt es natürlich bei einer Redaktion ein Backup durch einen Anwalt, den das ND hat und jederzeit anrufen kann, sodass die Nummer ist dann auch bekannt und wird mitgegeben, dass man da jemanden hat. Und ansonsten, wenn es um Internetgeschichten geht, Shitstorm oder Beleidigungen, Angriffe. Da sind wir gerade tatsächlich noch am Diskutieren, ob wir eine Ansprechpartnerin tatsächlich oder so eine Vertrauensperson in der Redaktion wählen wollen, an die man sich wenden kann. Ansonsten orientieren wir uns halt an die Neue Deutsche Medienmacherin, haben so eine Guideline, was tun mit Internetmobbing, mit Shitstorm und so weiter herausgegeben. Und diese Vorschläge werden halt versucht, also wir sind gerade relativ spät dran, es wird jetzt quasi jetzt erst gemacht, zu übertragen, was für Abläufe passieren. Und dazu gehört unter anderem auch, dass natürlich nicht jemand alleine da steht und sich irgendwie der ganzen Angriffe erwehren muss, sondern im Gegenteil, vielleicht eher rausgenommen wird und jemand anders übernimmt und dann wird geprüft, wie reagiert man auf solche Angriffe. Und natürlich ist sowas wie das tatsächlich polizeilich melden, gehört auf jeden Fall dazu. Sarah Ulrich? Ja, aber würde ich sagen auch, weil es ist nämlich auch ein großes Thema, diese polizeilichen Meldungen, Anzeige bei der Polizei erstatten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Birgt das Risiko, dass die eigene Adresse bei dem Angreifer landet, weil die Polizei die Presse dann nicht ausreichend schützt. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und das führt dazu, dass ganz viele JournalistInnen keine Anzeige mehr stellen. Genau, auch das nochmal so am Rande. Ne? Aber natürlich sollte es eigentlich gemeldet werden, weil es muss ja auch Statistiken darüber geben und so weiter. Genau, und was ich dann noch ergänzen kann, ist, also in der Taz gibt es inzwischen eine Vertrauensstelle und diese Vertrauensstelle ist dafür da, dass eben gerade auch Belastungssituationen bei Recherchen mit PsychologInnen besprochen werden können. Und ich habe das tatsächlich selbst in Anspruch genommen nach dieser Querdenken-Demonstration, weil es einfach eine sehr konkrete Bedrohungssituation war, die dann auch psychische Auswirkungen hatte.
Und da gab es dann eine Psychotherapeutin, die sich Zeit genommen hat, mit mir in einigen Stunden diese Situation aufzudröseln und zu schauen, okay, kann man das beim nächsten Mal, oder was, wie kann ich die Auswirkungen jetzt mildern und wie kann ich dann auch beim nächsten Mal mich davor besser schützen. Tatsächlich hilft es mir aber vor allem auch, mich mit KollegInnen auszutauschen, in Chatgruppen zum Beispiel, und gemeinsam mich zu organisieren. Also tatsächlich, das kennt man vielleicht eher so von linken Demos, wo dann Bezugsgruppen gebildet werden, aber genau das machen wir auch, wenn wir über Demos berichten, Bezugsgruppen bilden und zu schauen, wem kann ich da vertrauen, und tatsächlich auch nochmal die DJU aufzugreifen. Die DJU hat sich im Zuge dieser Querdenken-Demonstration damit auch nochmal stark auseinandergesetzt, wie sie da eben JournalistInnen auch schützen kann und auch solche Dinge wie Begleitung für Demonstrationen auch angeboten. Und auch das, aber auch da ist wieder die Schwierigkeit. Also ich finde es zum Beispiel auch nicht richtig, wenn Redaktionen jetzt private Sicherheitsdienste mitschicken. Das kann nicht die Lösung sein, weil also die Polizei muss die Presse eigentlich schützen. Und das ist eigentlich nur ein Hilfeschrei, wenn das dann privat organisiert wird, weil eigentlich sollte es anders laufen. Ja, es ist aber wirklich bedauerlich, weil auch das habe auch ich schon oft auf Demonstrationen erlebt, dass die Polizei, dass erstens oft das Wissen der Polizisten vor Ort über Pressefreiheit, Presserecht sehr rudimentär ist. Wenn es dann heißt, bei einer Festnahme, jetzt nehmen Sie mal Ihr Handy weg oder jetzt nehmen Sie mal Ihre Kamera weg, da gibt es überhaupt keine Rechtsgrundlage dafür. Dann wirklich auch oft versucht wird, Journalisten doch sehr fernzuhalten, einzuschüchtern. Und die Aufgabe, die man eigentlich meinen würde, dass die Polizei eben hätte, Journalisten auch zu schützen und die freie Berichterstattung zu ermöglichen, dass das also in seltensten Fällen die Polizei als solche begreift. Und ein Teil der Arbeit der DJU in der Richtung ist auch immer zu versuchen, zu bewirken, dass es einfach auch Teil der Polizei Ausbildung ist und wird, dass das eigentlich zu den Aufgaben des Rechtsschutzes, des Grundrechtsschutzes gehören würde. Ja, im Moment hätte ich jetzt keine weiteren Fragen, das Publikum auch nicht. Und deshalb denke ich, wir könnten zu einer zusammenfassenden Schlussrunde kommen. Jeder nochmal zu einem Schlussstatement. Ich würde vielleicht so als Leitfrage, aber da kann ja dann jeder auch ihren eigenen Schwerpunkt setzen. Aber als Leitfrage ein bisschen, wir haben jetzt drüber gesprochen, inwiefern ist die Pandemie löst eine Journalismuskrise aus? Stecken da drin auch Chancen? Welche Chancen stecken drin? Wie geht's weiter? Vielleicht fängt Ines Wallroth an mit ihrem Schlusswort oder ihrem Schlussstatement. Ja, ich würde es kurz machen. Ich finde tatsächlich natürlich die Corona-Pandemie, da zeigt sich tatsächlich die Bedeutung von kritischer Recherche, von Information, von Einordnung, von Debatte und zeigt sich eigentlich im besten Sinne natürlich die Notwendigkeit von Medien, in welcher Weise sie auch gerade publiziert werden, gedruckt oder online oder Fernsehen, Funk. Also insofern denke ich, dass auf jeden Fall darin eine Chance ist und dass wir das eben auch gespiegelt bekommen, dass der Wert von guter Recherche gerade gestiegen ist. Ich würde, glaube ich, das bei dem Punkt lassen und nicht über die anderen reden. Ja, vielen Dank. Andrea Diep, Ihr Schlusswort, Schlussstatement, inwiefern Chance? Da bin ich ganz der Meinung von Ines. Diese Initiativen für unabhängigen Journalismus zeigen gerade jetzt ihren Wert. Denn sie können mehr Informationen bringen. Gerade weil sie nicht irgendwie angebunden sind an irgendwelche anderen Interessen. Diese Chance sehe ich auch. Und ich möchte mich auch sehr für die Einladung bedanken und für diese interessante Debatte. Ja, vielen Dank. Dann Sophia Boddenberg, ein Schlussstatement.
Ja, ich habe auch gar nicht viel hinzuzufügen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wenn der Journalismus in die Krise gerät und Journalisten und Journalistinnen angefeindet werden, dann zeigt das auch, dass die Demokratie in einer Krise ist. Und deswegen ja, es ist noch wichtiger, dass gerade in solchen Zeiten, wie jetzt gerade weltweit herrschen wegen der Pandemie, und auch die Demokratien deswegen durch rechte Bewegungen in Gefahr geraten, dass deswegen unabhängiger Journalismus so wichtig ist, um eben ja die demokratischen Grundwerte zu verteidigen. Und dafür ist der Journalismus besonders wichtig. Sarah Ulrich? Ja, von mir auch erstmal vielen Dank. Ich fand es sehr spannend, auch die verschiedenen Perspektiven zu hören. Ich glaube das auch, was jetzt meine Vorrednerinnen schon gesagt haben. Ich glaube, es hat sich auch nochmal gezeigt, dass die Schnelllebigkeit, die wir in allem haben, aber eben auch im Journalismus, dass die vielleicht gar nicht so das Nonplusultra ist, sondern es vielleicht tatsächlich auch manchmal darum geht, ein bisschen langsamer zu machen, wirklich kritische Analysen zu entwickeln, die man dann auch in einer langen Textform, zum Beispiel muss jetzt kein Text sein, aber in langen Beiträgen auch präsentieren kann. Und das ist vielleicht gar nicht unbedingt so dieses ständig up-to-date bleiben und ständig neue Meldungen raushauen, dass das vielleicht gar nicht unbedingt unser Ziel sein sollte, sondern eben genau diese tiefgründigen kritischen Recherchen auch. Und ich würde gerne als Schlusswort noch einmal mitgeben, der Appell an alle, sich mal zu fragen, was ihnen kritischer Journalismus auch wert ist und inwieweit auch einfach Journalismus wichtig ist, wie ja jetzt Sophia auch gesagt hat, für die Demokratie und eben auch als traditionell vierte Gewalt in der Demokratie und wie viel wir dann bereit sind, dafür vielleicht auch zu bezahlen. Ja, vielen Dank. Von mir, wenn ich das so zusammenfasse, was wir diskutiert haben, also erstens mal habe ich ziemlich viel gelernt. Das war in der Tat spannend. Und ich denke, dass es auch weiterhin einfach wichtig ist, die journalistischen Tugenden hochzuhalten. Das heißt, neugierig bleiben, unvoreingenommen erstmal an Dinge, an Menschen, an Themen ranzugehen, kritisch nachzufragen und zu kommentieren, gründlich zu recherchieren. Da finde ich auch den Hinweis auf den Zeitdruck, mit dem ja sehr viel Verflachung im Moment einfach begründet wird, der aber auch nur besteht, wenn man das unter Konkurrenzaspekten sieht. Den Hinweis auf den eigentlich oft unsinnigen Zeitdruck finde ich da auch sehr wichtig. Wichtig auch, unabhängig zu bleiben. Das hat viel mit den Finanzmodellen zu tun. Seien wir doch auch mal ehrlich, ein großer Teil, also von links haben wir ja eigentlich auch immer an den Medien durchaus genügend Kritik gehabt, die ja nicht per se alle unabhängig sind und je nachdem, ob sie gerade wenn sie von Werbekunden abhängig sind zum Beispiel. Ja, und also Distanz bewahren und gleichzeitig aber auch Haltung bewahren und zeigen. Und ich denke, das ist für linke Journalisten, dass man einfach immer auch die Frage nach den sozialen Folgen der Pandemie, der Maßnahmen gegen die Pandemie und alles Weiteren fragt. Das hat vorhin Ines Walroth ausgeführt. Arm und Reich sind unterschiedlich getroffen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich mich jeden Morgen in einen engen Bus quetschen muss, um an einen Arbeitsplatz zu fahren, der einfach gesundheitsschädlich ist, oder ob ich im Homeoffice arbeiten kann, ob ich mit dem eigenen Auto irgendwohin reisen kann, ob ich beengte oder nicht beengte Wohnverhältnisse habe und so weiter. Also für mich ist einer der größten gesellschaftlichen Skandale einfach, dass der normale Lebenserwartungsunterschied zwischen armen und reichen Menschen 8 bis 10 Jahre beträgt. Und ich finde es absolut skandalös, dass das so ist, und finde es auch sehr unverständlich, dass das nicht politisch einfach stärker thematisiert wird. Ja, und jetzt möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, die zum Gelingen des heutigen Abends beigetragen haben. Ich glaube, er ist gelungen, trotz der leichten Verspätung, die wir hatten. Und da fange ich jetzt einfach mal an mit unseren Übersetzern Christina Hinz und Thilo Papacek. Also heißt wahrscheinlich nicht so, aber okay. Und
Einfach deshalb, weil Übersetzen ist eine sehr schwere Arbeit, das weiß man, aber es hat wirklich gut geklappt. Ich fand es ganz prima. Dann danke ich auch unseren natürlich den vier Journalistinnen, die mit uns diskutiert haben. Ich danke unseren Technikern Helge Groß und der Hanna Grünberg aus dem Lima-Büro, der Hanna Mück aus dem Lima-Büro, die ganz viel Vorarbeit auch geleistet hat, dem Michael Stöckel, dem Jörg Staude und allen, die Fragen eingebracht haben, Gedanken in die Diskussion eingebracht haben. Und jetzt, wer noch Zeit und Lust hat, ist immer eingeladen in den digitalen Lima Space Raum. Das ist eine digitale Welt, in der man sich per Video treffen und miteinander unterhalten kann. Und jetzt wünsche ich aber allen, wo auch immer Sie sind, noch einen schönen Abend. Bitte bleiben Sie der Lima gewogen. Das Programm findet sich, auch das Programm der nächsten Tage findet sich auf der Homepage. Es gibt auch eine weitere Abendveranstaltung, Diskussionsveranstaltung. Und wir freuen uns, wenn wir Sie in unseren Seminaren und Workshops wiedersehen. Herzlichen Dank nochmal für die engagierte Diskussion und bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.